Okay, komm. Oh, gegen Gold? Das ist interessant. Oh, oh lol. Alles klar. Er hat mich gegriffen? Was? Was ist da gerade passiert? What the hell? Und kämpfen. Ein finales Mal, Freunde, gegen die Crazy Man. Ihr könnt in ein anderes Universum ziehen und da schauen, ob man euch vielleicht benötigt. Okay, Master Hand. Ich glaube, er ist jetzt zuversichtlicher, weil wir gegen Crazy Hand gewonnen haben. Es liegt Finalstimmung in der Luft hier in der Welt von Super Smash Bros. Ultimate World of Light. Denn im letzten Part sind wir hier in der Sub-Area, oder eher gesagt in dem letzten besonderen Bereich angekommen. Mit anderen Worten, in der letzten Dimension, wo sich Kira und Dust noch einmal gegenüberstehen. Nun kämpfen sie das letzte Mal gegeneinander. Gegen beide haben wir schon einzeln gewonnen. Nun wird es Zeit, beide zu besiegen. Jedoch bekriegen sie sich nicht nur gegen uns, sondern auch gegen sich selber. Eigentlich sind wir sogar die Arschpartei, die gerade versucht, diesen besonderen Krieg aufzuhalten. Und es gibt momentan nur einen Weg, und zwar ein Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit hier herzustellen. Denn wie man sehen kann, gibt es hier Geister von Dunkelheit und Geister des Lichtes, und je nachdem, welche Seite wir angreifen, schwächelt die jeweilige Seite und die andere wird stärker, und das darf nicht passieren. Wir wollen nicht das Gleichgewicht außer Kontrolle geraten lassen, sondern wir eine der beiden Parteien umbringen. Nein, wir wollen beide gleichzeitig besiegen, und deswegen haben wir uns schon einen Weg auf beiden Seiten durchgebahnt zu den jeweiligen Händen. Und nun wird es sehr spannend, Freunde, denn diese Hände sehen besonders aus. Sie haben eine jeweils bestehende Aura der anderen Person, und wenn wir den Hauptveteran von Crazy, oder nee, von Crazy, wenn wir den Hauptveteran von Dust aufhalten, und zwar so wie es aussieht, die Original Crazy Hand, dann sind wir in der Lage, Dust enorm zu schwächen. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir wollen auf beiden Parteien angreifen, doch Dust ist nun jetzt durch Zufall passiert zuallererst dran. Wir sollten aufpassen, denn diese Crazy Hand wird es in sich haben und nicht so einfach fallen wie ihre anderen Mithelfer. Ja, da kommen schon die ersten Items. Da müssen wir aufpassen. Wir geben hier noch einen Luftschlag mit und dann machen wir das momentan noch recht flawless. Okay, jetzt machst du den hier. Oh, direkt der Hit, Alter. Okay, ist jetzt trotzdem extrem Damage bekommen. Vielleicht ist es ja doch nicht. Ah, ne, wir waren noch riesig. Lol. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was habe ich denn für eine Fähigkeit bekommen? Lol, Alter. Komm, nochmal. Nochmal. Okay, weg da, weg da, weg da. Was macht sie? Was macht sie? Sie greift mich einfach mal. Alles klar. Okay, jetzt hält sie viel mehr auf, aber aus. Alter, wir haben gerade so viel Damage gemacht. Oh, sie kann schnipsen. Das hat sie auch sonst nie eingesetzt. Haben sie anscheinend verlernt. Oh Gott, weg da, weg da, weg da. Oh Gott, ja, wir konnten gerade noch rausspringen. Irgendwie konnten wir rausspringen. Wir haben nicht wieder so viel Damage bekommen. Die Teleporter sind schon echt geil, die sie da einsetzt, gell? So, wir wissen ja, dass Crazy ein bisschen verrückt ist mit ihren Angriffen. Aber ja, wir haben schon gegen so viele Kopien gespielt, dass wir gegen sie nun auch keine großen Probleme mehr haben werden. So, ihr müsst aufpassen, gell? Hier, dieser Laser ist auch ein Angriff, den sie sonst nie eingesetzt hätte. Auch das hier, lol. Auch das ist irgendwas Neues, und vor allem, das kann ziemlich krass sein. Wenn sie sich im Abgrund damit trifft und du dann einfrisst und nach unten fällst. Aber das war ziemlich einfach. Lag daran, weil wir groß sind und dadurch einfach viel mehr Schaden gemacht hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil die Crazy generell auch sehr groß ist. Dadurch konnten wir sie viel einfacher treffen und konnten sie auch ziemlich einfach besiegen. Also ziemlich unfair eigentlich. Aber ja, was der Zufall mir gibt, das nehme ich gerne an. Die Medusa, die Form als Riese hat, oder ich glaube, das war Medusa, die wir gerade hatten, als Geist, die da geholfen hatte. Dann, ja, kann man da nichts ändern. So! Damit stärkt sich das Licht natürlich enorm. Aber was passiert jetzt? Oh, lol! Hä? Verstärkung für die Streitkräfte des Lichts? Neue Kämpfer warten auf dich. Lol, was? Das habe ich total vergessen, dass das so läuft. Und die Dunkelheit wird stark geschwächt dadurch. Du hast Geister der Finsternis befreit, die Macht des Lichts wird stärker. Ich glaube, damit haben wir Kira einen enormen Vorteil verschafft, da wir den Veteranen der Finsternis besiegt haben. Damit, das tut Dust gar nicht gut, aber das gleichen wir direkt wieder aus. Alter, wir haben ein komplett neues Gebiet freigeschaltet dadurch. What the hell? Das ist ja extrem geil. Und deswegen macht es auch Sinn, den Außenweg zu latschen. Bevor wir das allerdings angehen, werden wir die Masterhand. Also vielleicht ist das doch nur eine Kopie. Weil da ist gerade noch eine weitere Masterhand erschienen. Auf jeden Fall hat die irgendeine Aura. Vielleicht heißt es doch einfach nur, dass sie generell eine stärkere Masterhand ist von den Angriffen her. Aber für, oder jetzt in dem Fall Crazy Hand. Aber vielleicht generell noch nicht viel mehr Schaden macht. Das kann auch sein. So, schicken wir den da jetzt rein? Vielleicht Lucario? Wo haben wir den denn, den Kameraden? Den sehe ich gerade überhaupt nicht. Mal abscannen. Jetzt haben wir schon zu viele Kämpfer, um das zu erkennen.
Lucario. Ich habe übersehen, glaube ich. Seht ihr ihn? What the hell? Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Ach, auch hier. Fast genau daneben. Ja, ist unauffällig, gell? Fieser. Jetzt wird schon schwieriger, Leute. Okay, wir haben eine Autoheilung und Schildstärke. Die erhöht das gegen die Masterhand. Masterhand. Und nun kämpfen wir auch gegen sie und verschwächen dadurch auch die Lichteinheit, damit die Finsternis es ebenfalls als Chance sieht und ebenfalls Verstärkung heranruft. Weil das Wichtige da ist, es gibt ja noch einen Kämpfer anscheinend, zumindest bei der Lichteinheit, deswegen gehe ich davon aus, dass dem generell der Fall ist. Nicht schlecht, mein Lieber, macht doch recht guten Schaden. Aber so einfach machen wir das nicht. Also ausweichen, perfekt. Und kontern, perfekt. Und nochmal, oh mein Gott. Retten, wunderschön retten. Ja, wunderbar. Okay, perfekt. Wir haben eine Autoheilung über das Zeitfenster. Ja, sehr schön. Und nochmal direkt drauf da. Ne, hat nicht funktioniert. Wir können unsere Kugel aufladen, aber ich glaube, wir smashen einfach rein. Das ist das Beste, was wir machen können. Sehr schön, sehr schön. So, wir können kontern. Das macht keinen Sinn. Wir können das einsetzen. Das ist auch ziemlich geil. Hat auch sehr guten Schaden. Und der hat auch den Laser drauf. Da müssen wir aufpassen. Aber es setzt sich immer sehr lange ein. Das ist ein großer Nachteil, mein Lieber. Und ihr seht schon, das macht schon, wir machen schon viel weniger Schaden. Kommt noch ein drittes Mal. Jawohl. Oh, cool. Aber ich finde es so cool, dass wir auch auf dieser, die ganze Zeit auf dieser Final Destination Map spielen hier. Das weiß sie ja, glaube ich. Weg da. Alter, er verhört uns garantiert, aber wir können uns in der Luft recht gut wieder befreien. Und halt, aber das ist halt der einzige Unterschied, ist halt einfach, Leute, war das gerade ein Splatoon-Angriff, mein Lieber? Du hast es ja richtig in dir, mein Lieber. So schön weggesprungen, das war richtig gut. Dass wir halt hier auf, jetzt momentan auf der Lichtseite in dieser Map spielen und halt, wenn wir jetzt bei Darth die Kämpfe haben, zum Beispiel gegen Darth selber gespielt haben oder halt gegen die Crazy Head gespielt haben, war es halt so, dass wir dann halt die Dunkelheit hatten. Und das war, ist halt ziemlich cool, dass wir das eingebaut hatten. Ja, wie gesagt, ausweichen ist sehr schwer bei diesem Angriff. Aber guck mal, jetzt kommen wir irgendwie in so ein Shadow Realm rein, oder? Jetzt kommt da so ein bisschen Dunkelheit. Vielleicht ist es auch generell so, dass wir so die Mischung aus beiden haben. Die Crazy Head, die Master Head ist schon ziemlich heftig drauf. Aber nochmal geschwächt, Alter, richtig gut. Vielleicht schwächt man sie auch je nachdem. Also entweder wie viel Schaden wir pro Sekunde machen oder. Komm, hol sie dir. Ja, mit einem schnellen Special Griff nochmal. Das hätten wir sie nicht gekriegt. Oder wenn man halt sich von hinten trifft, da wo halt im Endeffekt der Körper dranhängen müsste. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das schwieriger. Wir hatten hier auf jeden Fall wenige Vorteile, ja. Tut mir leid, Crazy Head, dass du dich nicht beweisen konntest, aber. Ja, was hast du hinbekommen? Wir kriegen auch weniger Sachen als sonst bei dem. Oder kriegen wir sonst, haben wir sonst mit den Händen auch immer weniger bekommen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind das hier noch einmal Kopien anscheinend, aber irgendwelche verbesserten Kopien gewesen, die allerdings nun dazu, vielleicht denken die sich jetzt auch, okay, du hast gerade eine starke Einheit, jetzt schicke ich mal meinen Hauptgegner vor. Das ist ja in dem Fall jetzt hier die Crazy Hand mit einem weiteren Kämpfer, der jetzt wieder zuspawnt, ja. Mit, also Verstärkung für die Streitkämpfe der Finsternis, neue Kämpfer warten auf dich, ganz genau. Und das wollen wir auf jeden Fall noch abklären, Freunde. Und ja, die Dunkelheit kämpft sich zurück. Nun haben wir wieder ein Gleichgewicht zwischen beiden Seiten hergestellt. Und wir können uns den Weg nach unten, ja, freikämpfen. Und zwar nehmen wir den Weg, den wir gehen sollten. Es gibt zwei Wege, diesen jetzt zu schaffen. Wir gehen jetzt diesen Weg hier und kämpfen gegen Seelift, der Lichteinheit. Und versuchen zuallererst die Masterhand auf Kiras Seite zu beschwinden. Aber das müsste dann wirklich die Hauptmasterhand sein. Denn wie gesagt, Kira und Darth haben diese die ganze Zeit im Verborgenen gehalten. Und erst jetzt beim Krieg, Licht gegen Finsternis, wo alles, sage ich mal, darauf ankommt, wer hier gewinnt, schicken sie nun ihre Veteranen vor. Und vor allem, auch da haben sie sogar nochmal einen Double genommen. Und nun, weil das Double allerdings besiegt ist, denkt sich der jeweils andere, Alter, ich habe noch alles andere, ich muss jetzt alles losschicken. Die Lichtfinsternis ist jetzt immer in Darth-Fall total die Lichtfinsternis, ganz genau so sagt man das ja, Freunde. Die Lichtseite ist total geschwächt worden durch hier den Kämpfer. Jetzt muss ich meine besten Veteranen vorschicken. Und das ist natürlich logischerweise die originale Meisterhand, nicht wahr? Genau. Durch einfache Geister lassen die sich natürlich nicht vorlocken. Aber wenn man halt, ja, sieht, dass die Kopie zerstört wurde. Vielleicht wusste das Darth auch gar nicht, dass das eine Kopie war. Und hat gedacht, jetzt muss ich total gegensteuern. Jetzt, wenn die ihren Hauptveteran voneinander haben, muss ich mit meinem Hauptveteran kommen. Und wir haben einfach gefühlt gewonnen. So, hier verwandelt sich die Map jetzt irgendwie, gell? Das war ja immer so. So, aber wir können auch mal einen schönen Hit. Nee, schade. Wäre natürlich richtig cool geworden. So. Ja, das ist ein schöner Angriff. Der Aura-Angriff ist jetzt schon besser geworden. Das sieht man schon so ein bisschen. Man kann das, glaube ich, so ein bisschen sehen, tatsächlich. So. Schöner Sprung. Und komm her, mein Lieber. Jawohl, sehr schön. Oh mein Gott, weg da, weg da, weg da. Erstmal aufladen. Weiter aufladen, weiter aufladen. Perfekt, 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 perfekt. Kommt mal her, meine Freunde. Das ist auch nur ein Zweiständiger, es sollte in Ordnung gehen. Aber parryen können sie trotzdem, da müssen wir aufpassen. Und kontern können sie auch. Müssen wir mal aufpassen hier tatsächlich. So, ja, gut getroffen gerade. Abwehr ist gestärkt durch die beiden. Aber die haben auch beide schon ziemlich viel bekommen. Okay, der eine wird getroffen, sehr schön. Der andere geht diesen hinterher. Und das hat einfach mal mehr Schaden gemacht. Dieser ganz normale Charge-Angriff anstelle. Meine maximale Aura, das ist total komisch. Das ist ja nicht. Ja, meine maximale Aura ist es ja nicht. Das haben wir erst durch unsere Ulti. Komm, charge wieder her, dann war's das. Sehr schön. Also, ihr wisst Bescheid, Leute, was lernen wir daraus? Das Stern-Zepter smasht ziemlich heftig rein. Zumindest beim Charge. Okay, Seelift.
Dann bist du jetzt auch meiner. Wahrscheinlich aus Fire Emblem gewesen, wenn wir ja schon gegen zwei Fire Emblem-Typen gespielt haben. Snake-Granaten. Spezial. Ja, stimmt. Snake ist natürlich auf Sprengstoff jeglicher Art spezialisiert. Das ist auch ziemlich cool als Kämpfer tatsächlich damit zu spielen. Hier ist Tails, der Erste, der hat die ganze Geschichte so ein bisschen beschützt. Und wir machen weiter. Ja, können wir den Helferschreck nicht nehmen? Wahrscheinlich gibt es hier Helfer, sonst wäre der jetzt nicht ausgewählt worden, aber ich habe keine Ahnung. Ja, Helfer-Trophäe machen dir das Leben schwer, aber wir brauchen halt trotz dessen den Schwerkraftschutz, ansonsten wird es problematisch. Und bekommt er ja, er bekommt natürlich direkt Knuckles als Freund, das ist natürlich nicht so schön. Vor allem, weil wir aufpassen müssen. Ist er jetzt so lange da, bis wir im Endeffekt ihn besiegt haben oder was? Ich glaube, dass es so ist. Und ja, Knuckles ist natürlich ziemlich stark, aber Tails haben wir gerade sehr gut getroffen. Knuckles haben wir bis jetzt noch gar nicht, glaube ich, weggemacht. Das ist natürlich sehr scheiße, okay? Er hat sich wegteleportiert. Nee, was? Er hat sich in die Erde gegraben und mich da getroffen. Helfer-Trophäe ist immer richtig scheiße. Ich kann ja auch gar nichts gegen ihn machen. Wirklich gar nichts. Ich stehe gerade wirklich da. Weiß nicht, was ich machen soll. Weil ich einfach nicht treffe. Okay, jetzt habe ich Knuckles irgendwie getroffen. Sehr gut. Laserschwert, komm her. Okay, Tails wird richtig geil getroffen. Oh, den kommt gerade richtig gut schielen. Knuckles, komm her. Okay, vorsichtig. Alter, dieser Charge-Angriff. Die ist einfach viel besser als alles andere, diese Helfer-Trophäen. Okay, vor allem ist das Fox und nicht Tails, oder? Ja, Tails gibt es ja an sich gar nicht. So. Machen wir die Geschichte hier. Und chargen hier nochmal rein. Nein, hat nicht funktioniert. Aufpassen, Knuckles hat viele Angriffe drauf als Charakter. So, jetzt qualmt er schon, oder? Qualmt er? Nee, er qualmt nicht mal. So schwache Schwerkraft bringt gar nichts irgendwie gefühlt, aber wir haben unsere Ulti, das sollte reichen. Zumindest für den ersten Angriff. Jawohl, beide sind drin, das heißt, Tails ist garantiert tot. Und wir können uns gut... Und er ist auch besiegt, sehr schön. Unsere Ulti ist sehr heftig. Ja, wenn man da keinen guten Helferschreck drin hat zum Beispiel, kann das schon schwierig werden, wenn Knuckles auch richtig gut gespielt hat. Der hat auch gefühlt vier verschiedene Angriffe, schon als Helfer-Trophäe. Haben aber viele, deswegen ist es ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Da haben es auch noch einige Kämpfer halt schön geschafft, tatsächlich. So, und hier tut Dunkelheit natürlich jetzt extrem aufvollen, nicht wahr? Aber wir geben gar nicht nach. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man jetzt, sage ich mal, wobei, ich weiß tatsächlich nicht, was passiert, wenn wir jetzt Kira komplett schwächen, ob wir dann überhaupt nicht mehr das angreifen können. Ich glaube, dass die Schatten nochmal da stärker wird oder so irgendwie. Aber wir greifen weiter Kira an, weil ich glaube, dass bei jedem Geist das geschieht. Bin mir jetzt aber unsicher. Ich würde sagen, wir wechseln auf jeden Fall jetzt von Lucario zu unserem nächsten Kämpfer. Und zwar Piranha-Pflanze. Ja, Piranha-Pflanze, das ist ganz cool. Aber ich würde sagen, wir wechseln so ein bisschen hin und her, damit wirklich nicht, weil sonst machen wir es unnötig schwerer, wenn die Finsternis am Mal dann einfach viel stärker ist. Das muss nicht sein. Ich kann mir vor allem vorstellen, dass Crazy halt noch stärker werden kann. Und ich weiß halt leider nicht mehr alles aus dieser Dimension, aber ich finde das Prinzip richtig, richtig genial. Okay, komm. Okay, Gold. Das ist interessant. Oh, oh lol. Alles klar. Alter, hab ich gegriffen? Was? Was ist da gerade passiert? What the hell? Der kann mich überall wegwerfen. Und dann hat mich auch noch sogar Leo gekillt. Das sind KP-Battle, Leute. Wir wurden total vernichtet, Alter. Okay, ich habe keine Ahnung, was diese Goldfähigkeit macht. Ich denke mal, das ist einfach nur Metall. Und hat auch irgendeinen anderen Vorteil, den wir gerade gesehen hatten. So, komm, lass dieses Item mal stecken, mein Lieber. Nein, lass mal stecken, mein Lieber. Oh mein Gott, das ist gerade ausgesetzt. Eingesetzt. Komm, rüberspringen. Ich habe Angst. Oh Gott, Alter, der Charge. Mach dich ab jetzt. Oh mein Gott! Okay, wir können ihn nicht dodgen, wir können ihn nur schwierig dodgen zumindest. Okay, komm, jetzt chill jetzt. Okay, ist er gesprungen, sehr gut. Aber legendäre Pokémon sind natürlich immer ziemlich krass. Wieso ist er jetzt grün geworden? Was ist los? Ich verstehe das nicht. Was macht das für einen Sinn? Wieso kann er mich so weit wegchargen, Alter? Als ob der Galeo so eine hohe Kraft hat, Alter. Komm her. Jawohl, sehr gut. Komm schon, jawohl, sehr schön, richtig geil gemacht. Okay, Kumpel, Kugel, machst das. Jawohl, okay, Ulti ist aufgeladen, das gefällt mir nicht. Komm, setz ein, jawohl. Sehr schnell, war genau über uns. Heftig, Leute. Wofür ist er grün geworden? Verstehe ich irgendwie nicht. Also es gibt irgendwelche Farben auf jeden Fall, mit denen ich nichts anfangen kann. Solgaleo soll auf jeden Fall mir gehören. Wunderbare Sache. Da können wir jetzt auch perfekt weitermachen. Und haben dieses starke legendäre Pokémon. Ich denke mal, dass Lunala auf der anderen Seite sein wird. Oder vielleicht haben wir das auch schon gefangen. Das weiß ich nicht ganz genau. So, wir könnten weiterkämpfen. Es gibt nur noch einen Kämpfer, der uns von der Kämpfer-Trophäe generell beschützt. Ich glaube sogar, wir müssen das Ganze machen. Ich bin mir nicht sicher, aber wir müssen, glaube ich, die Masterhände besiegen. Für das True-Ending zumindest. Also, das gehört dazu. Dann kommen die Erinnerungen so ein bisschen zurück. So, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen, um zu diesem Pfad zu kommen. Piepmatz hält uns dabei auf. Aber den kriegt man besiegt. Und jetzt besiegt man auf jeden Fall noch ein paar Seiten auf der Seite. Und dann, würde ich meinen, sieht es wieder sehr, sehr solide aus. Also, klein Ridley und in goldener Farbe. Das sieht aber, ist aber, glaube ich, generell ein Stil. Weil ich glaube nicht, dass Gold angezeigt wird generell. Deswegen, also das ist einfach nur, glaube ich, ein schöner Farbstil von Ridley. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. Und Piepmatz natürlich ein ziemlich schwacher Job, mein Lieber. Also ich weiß nicht, ob der noch eine andere irgendeine Vorteil hatte jetzt, ob das generell irgendwie schwierig werden konnte. Aber das war gerade schon sehr schwach, aber ist auch ein Zweiständegeist gewesen. Und wir haben doch echt gut gekämpft, aber was willst du da wirklich falsch machen, gell? Wenn er halt klein ist, weil der war halt wirklich ultra klein. So, Jean oder ja, Jean, keine Ahnung.
Es wird Zeit, den nächsten 3-Sterne-Geist zu besiegen. Und ich hoffe echt, dass hier Lunana ist. Es wäre halt so geil gegensätzlich. Okay. Ist auch ein cooler Skin von Bayonetta hier, dieses komplett in Grau gehalten. Ziemlich interessant. Ich habe diese Bayonetta nie gespielt, aber du kannst mich da. Guck mal, aus dem Topf kannst du mich nicht raus. Also, du kannst mich nicht einfach rausmashen aus dem Topf. Das ist halt das Schwierige. So, aufpassen. Oh mein Gott, die geht mir so auf den Sack schon wieder. Die kann kontern oder was war das gerade? Okay. Nein, nein, nein. Kugel geht immer in Ordnung. Kugel ist immer geil. Okay. Nein, wir müssen sie hier wirklich pieksen und dann halt. Ja, alles andere machen. Komm. Nein, komm. Nein, nein, Alter. Oh mein Gott, das geht mir so auf den Sack schon wieder. Okay. Komm. Komm her, mein Lieber. Nee, Feuerpumpe. Nee, ich wollte gerade wirklich cool ausweichen. Das hat nicht funktioniert. Komm, mach mich ab, meine Liebe. Jawohl, sehr gut. Hat wunderbar funktioniert. Also, sie macht auch ähnlich viel Schaden. Aber das Geile ist natürlich, Feuerpumpe ist sehr, sehr stark im Kampf gegen die CPUs. Weil wir viel Schaden wir jetzt machen. Schön langsam. Okay, ist alles. Noch gegen sie werfen? Nee, ist weggeflogen. Gut. Dann müssen wir aufpassen jetzt. Kugel. Schöner Hit. Perfekt. Genauso. Und so. Nee, hat nicht funktioniert. Oh mein Gott, was macht sie da? Was macht sie da? Hörst du auf damit? Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Oh mein Gott. Darf uns auf keinen Fall treffen jetzt. Darf uns nicht zu häufig treffen, aber wir können gut flüchten. Das ist perfekt. Ja, sie kommt überhaupt nicht hinterher. Das ist richtig geil. Also, sie hat es nicht schaffen können, aber trotzdem, die Uhr war schon aufgeladen. Die musste uns fast gar nicht. Ja, du musstest nur noch einmal treffen. Und dann, oder war, hieß es einfach nur, weil die Uhr voll gewesen ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss sie dich treffen, während wir halt so langsam sind. Und wenn sie das halt schafft, dann wird ihre Ulti irgendwie noch stärker. Und sie kann uns irgendwie, wenn wir 100% plus haben, einfach one-hitten oder so. Ist also eine ziemlich krasse Ulti. Hat sie mich das aber noch nicht geschafft. Wir haben im Gegenteil einen ziemlich krassen Charakter gerade erhalten. So, Licht hat natürlich jetzt wieder sehr stark aufgeholt dadurch. So crazy, Hand. Ich komme näher. Was haben wir hier? Lunala. Das ist halt einfach nur so geil. Das ist so schön. Das freut mich richtig. So, wir haben gerade gesehen, die gute war auf drei Stufen. Stufe 3 konnte sich entwickeln. Also sollten wir das auf jeden Fall auch machen. Aber es lohnt sich eh nicht mehr. Wir haben so viele Geister schon, so viele Initiativen. Aber naja. Und der ist auch Gold. Ah, okay. Ich verstehe schon, wie auch ein bisschen ausläuft. Gerade eben war es nicht einfach, weil die so gut smashen können. Aber das lag vielleicht auch einfach so generell an. An Solgaleo, das kann natürlich sein. So. Das ist irgendwie ein bisschen einfacher, will ich meinen, oder? Und halt tut halt einen festgelegten Bereich angreifen. Da wahrscheinlich aber wahrscheinlich mehr Grundschaden machen. Aber auch gegen Ridley selber konnten wir es jetzt schon sehr gut behaupten. Oh mein Gott, als ob wir den treffen können oder ist er genau dann hochgekommen. Als ob wir ihn an der Ash gerade treffen konnten. Richtig krass. Also Lulana hat einen schlechteren Job gemacht als Solgaleo. Auch bei der Wahl des Pokémons. Aber die passen halt sehr gut, gehen. Da haben wir jetzt aber auch einen anderen Kämpfer vorhin gehabt, oder? Hatten wir die Pflanze gehabt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal. So, nun wechseln wir wieder zur Lichtseite und besiegen den Kämpfer und die Meisterhand und gehen dann wieder auf die Seite. Leute, in diesem Part werden wir richtig aufräumen. Das wird richtig spannend, Freunde. Dadurch zwingen wir uns natürlich trotzdem aber so ein bisschen die Seiten zu wechseln und doch nochmal ein paar andere Wege zu gehen. Gut, der Weg ist egal, wie wir laufen. Es gibt nur diesen einen. Und das ist auch noch eine Legende, als ob die verlangen jetzt, dass wir einen Legendengeist besiegen und dann auch noch einen so äußerst hübschen. Aus Fire Emblem wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht. Wir gehen auf jeden Fall mit Captain Falcon rein, ihr wisst Bescheid. Er mag es ja erstmal mit Frauen generell und er ist halt auch stark genug, ja. Den Frauen immer richtig zu zeigen, wer der Mann im Haus ist. Ich glaube, wenn sich meine Frau für Captain Falcon entscheidet, dann soll er sich halt schon wirklich überlegen, will sie einen kleinen Control-Freak haben oder einen kleinen Prügelvater, was weiß ich. Captain Falcon ist nämlich, glaube ich, sehr streng und so, aber bei so einer hübschen jungen Maid wird er vielleicht auch sehr, sehr, sehr schwach. Ist, glaube ich, der hübscheste Charakter, den wir hier gesehen haben, von den ganzen Fire Emblem Charakteren, zumindest bei den, was die Geister angeht und so. Wir müssen aufpassen. Das kann ziemlich heftig werden. So, erster Hit, das ist wunderbar. Aber ja, die machen halt auch richtig viel Schaden, das ist halt ultra heftig. Okay, ich greife nochmal einen los, sehr schön. Wunderbar, damit auch die andere Karte getroffen irgendwie. Komm, jawohl, sehr gut, wunderbar, perfekt. Okay, wir sind auch richtig flink oder so, das ist ziemlich krass. Ich gehe das letzte Mal wieder zurück. Jawohl, er hat losgeschmissen, sehr gut. Okay, wir haben den Feuerstand natürlich auch ziemlich geil. Hat nicht funktioniert. Okay, chargen. Alter, die spielen halt nicht schlecht, gell, das ist halt das Problem. Komm, machen wir das so? Jawohl, perfekt. Und nochmal. Okay, vorsichtig. Wir müssen jetzt unbedingt smashen auf jeden Fall. Das ist wichtig. Aber das letzte Spiel ist halt richtig krass, Kim. Vorsichtig. Komm schon, irgendwie treffen. Okay, komm, irgendwie. Komm, Ulti nach unten. Jawohl, da haben wir sie jetzt getroffen. Perfekt, sie hat das Item losgelassen. Werfen wir sie ab mit dem Ding. Nee, konnten wir leider nicht schaffen. So, er kann es doch schaffen. Wir schaffen es auch nochmal nach oben. So, wie hier in der Luft können wir wenigstens ja bestimmen, wie wir uns drehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Fortenkick einsetze, dann wird das nichts. Und wir beide gerade geperlt, wird es gerade eigentlich total rollen. Oh mein Gott. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Mach dich ab. Okay, Ulti, ich mach meine Ulti zuerst. Du bist tot. Jawohl, Alter. Raus mit dir. Jawohl, da kannst du nicht mehr einsetzen. Perfekt. Schalk hat keine Ulti bekommen. Und natürlich nochmal. Doppel-Ulti. Wir haben gerade sogar geparried, was noch geiler ist. Aber ungewollt. Also, dank der Doppel-Ulti war der Kampf First Try für uns. Hätte auch viel schwieriger ausgehen können. Mythra, hast du nicht schlecht gemacht. Was steht da? Eine 12%ige Chance auf kritische Treffer. Nochmal kurz, gewährt 12%ige, ja,
geht damit doppelt hoch auf jeden Fall. Also ist wahrscheinlich dann übertragen im Sinne 12%. Haben sie jetzt noch zusätzlich noch hingeschrieben. Ziemlich cool. Kritische Treffer, ich weiß immer nicht, was das ist. Ob das dann einfach mehr Schaden macht oder ob das auch irgendwie mehr katapultieren kann oder beides, was weiß ich. Hier kommt Palutena natürlich, die Göttin des Lichts, logischerweise hat das sich als letzte Hürde genommen. Diese wird nun auch aufgehalten. Captain Falcon läuft hier, würde ich meinen, durch. Dafür muss ein anderer Kämpfer dann die andere Seite machen, also... Ja. Ui, das sieht jetzt ziemlich geil, stimmt. Tempel des Lichts Lied. Da kommen Erinnerungen hoch. Hier sieht man ja auch gerade den Tempel des Lichts im Hintergrund, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe gerade nicht auf den Titel geachtet, tatsächlich. So. Schöner Tritt auf jeden Fall. Ja, komm. Also, Falcon-Trainer springt, glaube ich, generell schon sehr hoch, oder? Ja, müssen wir aufpassen. Aber sie spielt jetzt auch nicht gerade sehr gut, weil sie mich gerade gegriffen hat. Und ich finde ihre Greiferangriffe schon echt richtig effektiv. So, wir chargen sie einfach ein bisschen weiter um. So, komm. Das war gerade... da ist die Alte gerade drüber gesprungen. Komm, wir greifen sie einfach. Oder nee, wir haben die Blume. Wir haben die Blumen-Smash, weiß Bescheid. Okay. Sehr schön gemacht. Okay, perfekt. Wir müssen aufpassen. Sie teleportiert sich immer genau in unseren Lauf rein. Da müssen wir aufpassen. Aber wie gesagt. Palutena ist ein ziemlich cooler Charakter, auch in Smash Bros. Nicht schlecht, also was ihr Moveset gefällt mir eigentlich schon. Aber ich könnte sie wahrscheinlich nicht, so sie hat natürlich einen Smash-Angriff aufgeladen, hat natürlich den ganzen Schaden gut gemacht. Hörst du mal auf, deine Smash-Angriffe gegen mich einzusetzen? Ich könnte das auch machen, wenn sie jetzt dumm ist, macht sie den hier, ne, sie konnte gut ausweichen, dann chargen wir sie wieder um. Sie hat auch eine kleine, sie hat auch irgendwie eine Heilung gerade bekommen, interessant. Sie kriegt, wir haben halt die ganze Zeit den Pollenangriff, das ist ziemlich geil und wir smashen einfach nur rein. Das ist das Einzige, was wir machen können. Hat sie natürlich sehr gut gemacht in der Situation. Aber ich kann das auch. Oh Gott. Aber ja, macht es eben so. Okay, Laserschwert, komm her. Das ist halt sehr stark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm her. Nein, sie teleportiert sich immer um uns herum. Das ist ziemlich heftig. Nicht schlecht. Oh, da können wir gerade noch ausweichen. Aber sie macht das nicht schlecht tatsächlich gerade. Die hört gerade übel auf, Leute. Die hört gerade übel auf. Wir müssen richtig aufpassen jetzt. Okay, komm. Fortenkick. Wir setzen Fortenkick ein, wenn sie kommt. Ja, perfekt. Ah, schade. Das ist gut ausgewichen. Also müssen wir jetzt in der Luft treffen. Also sie frisst halt auch, Alter. Sie frisst halt auch einfach. Okay, Ulti. Wir haben unsere Ulti. Ich könnte es aber auch noch so beenden. Nee, können wir nicht. Oh Gott, geh weg. Frau, geh weg. Okay, Frau, geh weg. Okay, Ulti, komm her. Oh, voll im Bauchbereich getroffen. Ich habe jetzt gezögert, weil sie hätte erstmal recht gut gespielt. Und, ihre Ulti war auch fast aufgeladen. Ich wollte erst nicht riskieren, dass sie mich noch ein paar Mal trifft, ihre Ulti auflädt und dann sie zuerst einsetzt. Weil ihre Ulti sehr flächendeckend ist von der Größe her. Und bei über 100% Schaden, hey, wären wir sofort rausgeflogen. Egal, welche Ecke wir gewesen wären. Gut. Damit holt die Dunkelheit sehr stark auf, weil wir jetzt die Master besiegt haben. Vielleicht wechseln wir jetzt nochmal. Einfach aus Prinzip, weil ich will nicht, wie gesagt, nichts riskieren hier. Und ja, das ist das Hin- und Herlaufen, da bleibt Captain Falcon fit, aber ich glaube, der braucht es am wenigsten. Da gibt es andere Charaktere, die man laufen lassen kann, aber naja. Mario hat auch in letzter Zeit ziemlich viel Pizza gegessen, aber naja. Ich glaube, der wird immer ein Athlet bleiben, egal was passiert. Und hier kriegen wir die grimmige Gottheit als Gegner. Okay, ziemlich krass. Okay, dann wechseln wir jetzt hier. Wird aber nicht einfach, das will ich nur jetzt schon mal sagen. Das ist ja. Die Musik kenne ich, aber ist das von. Majora's Mask? Kommt irgendwie von einem. Ist das von Breath of the Wild oder nicht? Irgendeine Bossmusik, glaube ich, ist das. Aber welche Kämpfer nehmen wir da jetzt? Standard. Einfach normal Mario? Mario kann ich halt. Ist nicht so heftig, aber ist auch nicht so schwach. Link, wie gesagt, hat sich halt vom Moveset ein bisschen verändert und ich habe ihn auch generell etwas weniger gespielt. Deswegen müssen wir bei ihm immer so ein bisschen aufpassen, vor allem Link gegen Link. Aber ja, ich glaube, Schwert ist ein bisschen besser als Nahkampf, vielleicht generell. Also hätten wir vielleicht trotzdem generell spielen sollen. Schöner Anfang auf jeden Fall. Da macht er uns direkt einen Smash-Angriff, um den Schaden wieder wettzumachen. So, vorsichtig. Ich finde ja auch nicht schlecht, gell? Aber wir konnten gut ausweichen tatsächlich. Komm, Alter, wie viel Schaden der gerade macht? Alter, er ist einfach generell stärker. Ich glaube, ich kann total im Ausrasten. Alter, wie viel Schaden machst du, Bruder? Was ist bei dir los, Kumpel? Oh mein Gott, Alter. Vom Feuerball? Nee, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, hat die Bombe. Er spielt die Bombe auch richtig, richtig stark, tatsächlich. Komm, drehen wir uns dann. Weg da, weg da, weg da. Oh mein Gott, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Oh mein Gott, lass mich die Bombe in Ruhe. Friss den Torpedo einfach. Jawohl, das hat sehr gut funktioniert. Komm nochmal. Das hat nicht funktioniert mit dem. Die Bombe. Ja, sehr schön geschildert gerade. Okay, komm her. Nee, willst du? Willst du spüren? Alter, wie kann er mich denn da? Als ob er mich schon smashen kann? Was ist das für ein Kampf, bitte? Mit seinem Angriff stärker da, Junge. Komm mal ehrenbürtig gegen mich, Link. Ich bin wirklich mal so Mario gegen Link, Junge. Und nicht so eine Scheiße hier. Da setzt er seine Maske auf und dreht total am Rad, Alter. Das kannst du nicht bringen. Sehr schöner Tritt. Wir haben wieder das gleiche wie am Anfang gemacht. Und er macht wieder das gleiche. Ne, wobei, jetzt haben wir was anderes machen können. Alter, was geht so auf den Sack gerade, was er hier macht. Chargen wir nochmal um. Sehr gut. Aber ich glaube, sobald der Gegner irgendwie aus Maul bekommen hat, macht er das. Das ist dann auch nicht mehr echt Sorgen. Sehr schön. Feuerball. Oh mein Gott. Jawohl, sehr schön. Dann setzen wir unsere Ulti nach Down-Ulti ein. Komm, Down-Ulti. Was? Warum kommst du? Wo kommst du jetzt her, Bruder? Okay, konnte gut gegensteuern. Schöner Charge. Hat nicht gut funktioniert. Müssen wir bei der Bombe aufpassen. Guck mal, seht ihr aber, was der Link machen kann? Der kann natürlich die Bombe mit die Bumerange nach oben wirbeln und kann da extrem gut spielen.
Die Bombe macht auch ein bisschen Schaden tatsächlich. Link hat auch wieder viel mehr Schaden als die, aber langsam lässt sein Effekt, glaube ich, nach. Das ist sehr gut. Wir haben auch Spielerkatapultiergefahr. Ich glaube, das ist der Nachteil, den wir gerade haben. Komm, wir müssen ihn irgendwie treffen. Wir müssen ihn jetzt irgendwie treffen. Oh mein Gott, die Torpedos. Hier können wir ihn gerade mal extrem gut ausweichen. Er hat nochmal? Wie sagt er das jetzt nochmal? Was zum Teufel ist das für eine Scheiße, Bruder? Okay, ich glaube, wir treffen ihn nicht. Wir treffen ihn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, sehr gut. Sehr schön. Weiter geht's. Komm, charge ihn um. Perfekt. Und nochmal. Nochmal. Das war's. Komm, das kann er nicht überleben. Jawohl. Okay, sehr schön, Mario. Super gespielt. Doppel-Ulti hat auch hier wieder sehr gut geholfen. War deutlich schwieriger. Ich weiß nicht, wie es mit Captain Falcon ausgefallen wäre. Aber das war nicht ohne, Freund. Das war echt nicht ohne. Brutal. Da hat er uns mit seiner Katapultiergefahr und seinen Buffs schon richtig eingeheizt. Und damit ist der Veteran besiegt. Und nun geht's an den Kämpfer, Mario. Beendet die Geschichte und hol dir Bayonetta. Welche ja wahrscheinlich auch sehr gut sich mit der, mit der Dunkelheit identifizieren lassen würde, wahrscheinlich. So, hat auch das typische schwarze Auto jetzt an. Ich finde das rote, wie gesagt, geiler, aber das schwarze ist natürlich auch ganz entspannt. So, wir müssen aufpassen hier. Bayonetta ist natürlich kein schlechter Charakter. Ja, starke. Guck mal, sie hat auch schon wieder so viel Schaden mit einem ganz normalen Special-Angriff gemacht. Was ist mit der guten Frau los? Das gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Komm, jawohl, schön geboxt. Perfekt, genau so. Und nochmal, komm. Okay, ich mag den B-Angriff von Mario, wie gesagt, nicht. Aber was hat er noch so seitlich? Was war das nochmal? Das K bringt nicht so viel ab, wie ist die Münze. Ich setze eher so die ganz normalen Special-Angriffe ein. Das habe ich das Beste, was man machen kann. So, guck mal, ich verstehe diesen Typen nicht. Ich treffe manchmal mit dem Ding, aber irgendwie bringt er nicht viel. So, mit diesem komischen Beinangriff hat die so viel Schaden gemacht. Oh Gott. Hey, das kann sie. Ah, cool. Die kann die Zeit auch generell verlangsamen. Die spielt also mit dem Zeitlichen. Deswegen ist hier wahrscheinlich auch ein Uhrenturm in der Luft. Sehr schön gemacht. Wir machen ein bisschen Feuerschaden. Ich glaube, unsere Feuerbälle ziehen komplett. Nee, ziehen nicht komplett durch. Okay, dann chargen wir sie. Oh, okay, nein. Was macht sie denn mal, wenn sie dieses Draht tritt? Kann sie uns da irgendwie kontern? Ach nee. Wenn sie. Aha, okay, wenn es eins ist und wir kommen in die Nähe, dann kann sie uns. Da kann sie uns einfach besser erreichen irgendwie. Okay, wir haben gerade geparried und kam gegensteuern können. Das reichte schon, um sie zu zerstören. Denn wie gesagt, ich schätze nicht Marios erstellten Firestick-Schwertangriff, den er frisch aus Bowser's Schloss geklaut hat. Der heißt hier übelst ein. Okay, Leute, das hat sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir die Kämpfer hier auch ebenfalls auslöschen können. Und wunderbar. Das sieht sehr gut aus. Okay, dann würde ich meinen, bleiben wir bei der Dunkelheit. Jetzt haben wir wieder die Mitte ausgeglichen. Und kämpfen. Ein finales Mal, Freunde, gegen die Crazy Hand. Dies ist die versteckte Einheit, wo sich Darth sehr gesträubt hat, sie einzusetzen. Und erst im letzten Moment, als wir das Licht angegriffen haben, zeigt sich nun diese. Ich glaube, diese wird besser spielen als jede andere. Und fängt aber mit dem gleichen Angriff wieder an, was man kennt. Bewegt sich nur ein bisschen schneller, will ich meinen, aber trotzdem machen wir gut Schaden. Vielleicht kommt ja doch nochmal eine weitere Crazy. Ich meine, die haben, wenn man bedenkt, dass sie so viele hatten. Oh, dieser Finger, Alter. Der Langfinger. Du bist so ein Langfinger. Weißt du das eigentlich? So, du musst aufpassen hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das haben wir uns jetzt schon killen. Okay, haben wir sehr gut ausweichen können. Nun können wir ulten. Aber das Problem ist, wir fallen von der Stage, oder? Ne, wir können nicht von der Stage fallen. Das ist sehr schön. Dann machen wir lieber schnell die Special. Ich glaube, das ist besser. So, dann hat sie natürlich mal Probleme. Da hinten sieht man so ein Lichtkristall. Aber ich sag ja, hier im Dunkeln. Oh mein Gott, was ist das denn? What the hell? Oh Gott, what the, wie geil ist das denn bitte? Was ist ein neuer Angriff? Aber man kann gut erkennen, wir spielen ja hauptsächlich auf der dunklen Seite. Aber wir wissen, wir kennen langsam die Angriffe von Crazy Hand. So, vorsichtig. Okay, jetzt so langsam eine Chance. Ist das für ein Angriff? Oh, Feuer, okay. Okay, ich denke mal, sie wird nochmal zusammenrufen, oder? Ja, sie wird nochmal zusammenrufen und nochmal losschicken. Sehr interessanter Angriff tatsächlich. Ich glaube, das sind auch sogar neue Angriffe. Ich habe Crazy, wie gesagt, nie gespielt, aber, oder nie gespielt, das Ding jetzt falsch, aber ich habe mit Crazy Hand noch nie einen Kampf gehabt. Weil ich habe Smash Bros. Ultimate, oder Smash Bros. Ultimate, die älteren, ich habe ja für die New auch Smash Bros. Gehabt. Da habe ich es nicht gegen sie gespielt, da habe ich den Story-Modus nicht gezockt. Deswegen kenne ich ihre Angriffe nicht, ihre Standardangriffe aus den älteren Angriffen. Auch von der normalen Hand natürlich. Und jetzt haben wir den Geist von der Crazy Hand tatsächlich bekommen, Leute. Das bedeutet, wir haben sie offiziell besiegen können. Wunderbar. Aber wir können natürlich die ganze Geschichte nicht, können den Part natürlich nicht beenden, ohne dass eigentlich das Gleichgewicht nicht normal ist. Also müssen wir direkt drüber gehen. Okay, Crazy Hand. Oh, das ist die Aura, die bei den ganzen Crazy Hands hier war. Und diese explodiert sicherlich nicht. Du hast Crazy Hand aus Darth's Bann befreit. Ah, lol. Also wurde sie wirklich kontrolliert. Und Darth hatte zuerst diese kontrollieren müssen, um Kopien zu erschaffen. Welche die ganzen Crazy Hand Kopien sind. Und was macht sie jetzt, ne? Lol. Okay, sie macht einen Drehangriff und hat irgendwie einen Riss oder so in noch eine weitere Dimension geöffnet, so wie es scheint. Keine Ahnung. Eine weitere können wir nicht gebrauchen. Und das Licht holt dadurch natürlich auf. Aber keine Sorge, Leute.
Das macht dir keine großen Sorgen. Wir werden dich noch retten. Zumindest ein letztes Mal. Und dann, Freunde, gehen wir gegen euch beide vor. Ihr habt hier nichts zu suchen mit euren Verlangen, was ihr mit der Welt machen wollt in der Smash Bros. Welt. Könnt ihr bitte woanders hingehen? Wenn ihr mindestens im Einklang ein gutes Gleichgewicht herstellen würdet, wäre das ja entspannt. Doch wir sträuben uns gegen eure Art von Gleichgewicht und lassen uns nicht kontrollieren oder töten gar. Wir gehen gegen dich vor, Crazy Hand und Master Hand. Wobei, retten sie, stellen wieder das her, was sich in Smash Bros. Gehört zu sein. Sprich, eine verrückter Haufen, der gegeneinander kämpft und Master Hand und Crazy Hand, die als einziges hier ihre Daseinsberechtigung haben. Wir haben schon genug mit dem Mond und der Sonne zu Licht und Finsternis im Einklang. Euch benötigen wir nicht mehr. Ihr könnt in ein anderes Universum ziehen und da schauen, ob man euch vielleicht benötigt. Okay, Master Hand. Ich glaube, er ist jetzt zuversichtlicher, weil wir gegen Crazy Hand gewonnen haben. Er kommt auch direkt mit dem Laserangriff, aber den haben wir gerade sehr gut ausgekontert. Okay, Captain Falcon bammt ihn richtig weg. Okay, wie konnte er damit ausweichen? Okay, was ist das für ein Angriff? Lol. Oha. Oh Gott, die Angriffe sind schon echt geil. Also die haben schon sich etwas abgeguckt von Kira und so. Aber es ist wahrscheinlich noch daran, weil sie ja noch unter den Bann liegt. Und da ist schon die erste Schwächung, Freunde. Jawohl, gib ihr alles. Gib ihr voll mit deiner Rechten den kompletten Hit rein. Wunderbar. Und jetzt schon der Trittangriff. Genauso will ich das haben. So, oh Gott, Kugeln. Würde das sein? Okay, zwei Kugeln, die machen auch richtig viel Schaden. Also wir kriegen richtig viel Damage durch die Crazy Hand reingedrückt. So, die Kugeln, die Dinger kommen zurück. Hat mich natürlich auch sehr gut getroffen. Alter, wie viel Prozent Schaden macht die bitte? Das ist ja extrem heftig. Geht schön umchargen. Komm, triff sie nochmal. Jawohl, sehr gut. Nochmal. Und nochmal. Schön aus der Luft retten. Als ob die mir nicht so viel Schaden machen kann. Okay, in dem Fall müssen wir ausweichen. Nein! Oh Gott, wir machen gerade zu viel Prozent Schaden. Aber wir haben auch gerade ein richtig schwaches Moveset tatsächlich. Um ehrlich zu sein. Also, Moveset meine ich jetzt nicht. Ein richtig schwaches Geisterteam. So, was macht sie jetzt? Okay. Sie setzt auf jeden Fall irgendwelche Kugeln ein, die in der Luft getroffen haben. Und das wusste ich nicht. Aber noch stehen wir. Und sie ist wieder geschwächt. Sehr gut. Das könnte ein sehr knapper Kampf werden. Es sei denn, sie stirbt jetzt. Ich glaube, sie stirbt nicht. Komm, noch ein schneller Angriff. Noch ein schneller Angriff. Oh, sie ist extrem lange gelähmt, Alter. Komm, kill sie. Jawohl. Schön mit der Kniescheibe umgetreten. Okay, die hatte schwierigere Angriffe. Aber wir waren auch, glaube ich, bei Crazy hatten wir 14.000 Punkte oder irgendwie sowas in dem Bereich. Von der 10.000 und hier haben wir nur 5.000 gehabt. Deswegen war das natürlich etwas anspruchsvoller. Also, Marcel, du hast gut gekämpft, aber auch du gehörst nun mir. Zum Teil. Ich will dich ja gar nicht kontrollieren. Ich möchte dich einfach nur befreien von Kiras Bann. Denn die scheinen mir jetzt helfen zu wollen, obwohl das ja Bosse aus früheren Smash Bros. Stories waren. Wir wollen sie uns jetzt trotzdem helfen, weil wir wahrscheinlich ein Ziel haben, auch wenn wir verfeindet sind. Wir wollen diese Widersache weghaben. So, sie ist wieder normal. Ich finde das so cool, wenn sie hier so, Du hast Meisterhand aus Kiras Bann befreit. Diese teleportiert sich nun rüber. Und gibt ebenfalls ihren Teil dazu und schlägt einmal drauf recht ordentlich und positioniert sich ebenfalls dort, wo wir hin sollen. Das Licht und das Dunkle haben sich wieder hingeschoben. Wie ihr sehen könnt, da oben dieser kleine Noppen. Wer gecheckt hat, wie das Prinzip funktioniert. Dieser kleine Noppen da oben. Dieser zeigt nun genau in die Mitte. Wenn das passiert, dann haben wir alles richtig gemacht. Sprich, ein Gleichgewicht zwischen Dunkel und Licht. Das ist das Wichtige. Denn, wenn wir zum Beispiel jetzt, wenn Dars jetzt nochmal ein bisschen pushen kann auf Kira und Kira ein bisschen zu Dars pusht, dann bewegt sich dieser Pfad je nachdem halt in die jeweilige Richtung und dann können wir nicht in die Mitte. Nun haben wir allerdings perfekt alles hergestellt. So müssen wir das im Endeffekt halten. Jedoch müssen wir nun uns entscheiden, dass wir einen Weg gehen, am besten Fall irgendeinen mittleren Weg. Ich gucke, welcher so zwischen Dunkel und Licht alles dabei hat, aber ich glaube, ich muss mich entweder oder entscheiden, welchen Weg ich gehe. Das heißt, wir müssen am Ende nochmal ein Gleichgewicht herstellen, nochmal gut abwägen, wie wir die Geister besiegen. Das heißt, im nächsten Part werden wir die Waage spielen und die letzten Geister killen, um uns nach vorne zu arbeiten. Unser Ziel, diesen Punkt zu erreichen, ohne das Gleichgewicht stark zu beeinflussen, im gegebenenfalls ausbessern. Und wenn wir das geschafft haben, werden wir gucken, was sich in dieser Dimension befindet. Denn wir könnten natürlich Kira und Dars besiegen, jeweils einen von den beiden. Aber wenn wir das machen, geben wir der anderen Seite nur die Chance, komplett zu pushen. Und das wollen wir nicht. Also werden wir versuchen, beide gleichzeitig zu besiegen und zu schauen, ob das erfolgreich wird, Leute. Die nächsten Parts in Super Smash Bros. Ultimate werden die letzten Parts sein zum Story-Modus. Sprich, es könnte schon im nächsten Part passieren, dass wir vielleicht schon das Finale erleben oder der vorletzte Part zumindest sein. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, um keine weiteren Parts von Super Smash Bros. Ultimate mehr zu verpassen, denn jetzt wird es richtig spannend, Freunde. Und lasst ein Like da, wenn euch der Part spezifisch auch gefallen hat. Ich würde meinen, habt noch einen schönen restlichen Tag oder einen schönen kommenden Tag. Und wir sehen uns zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.